Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen.included. Ohne Video, da geht nix. Folge 13. Heute müssen wir wieder ohne Kommentare auskommen, da ich das Video direkt nach dem vorherigen aufgenommen habe. Hilft mir allerdings auch ein bisschen dabei, hier nicht ganz so planlos vorzugehen, wie man sonst doch das ein oder andere Mal sieht. Das hier machen wir lieber erstmal so, dass wir es gleich freigraben, weil ansonsten haben wir hier natürlich das Problem, dass wir an die untere Ebene gar nicht mehr rankommen, um die zu bauen. Das wäre halt ein bisschen nicht so clever. Was passiert nämlich genau das, was wir hier jetzt gerade sehen. Und wir pumpen Wasser da rein. Das pumpen wir dann da oben in die Ölraffinerie. Ja, das macht nicht so ganz viel Sinn. Das Gute ist, dass es zu wenig ist, um die Maschine gleich anzuwerfen. Sprich, wenn das hier gleich erledigt ist, werden wir da einmal das Lager leeren und dann ist das Problem Geschichte. Nämlich jetzt löschen wir hier einmal auf, dort das Lager leeren. Ja. Okay, und dann können wir hier auch zumindest in dem Bereich schon mal die Gitterziegel planen. Warum jetzt das eine da noch nicht gebaut ist, ich habe keine Ahnung. Das ist manchmal ein bisschen mysteriös. Der Biodrucker hat auch schon wieder was für uns. Dann können wir dann gleich auch mal eben reinschauen. Das hier noch wegmachen, dann zirkuliert auch unser Gas hier noch besser, als es das ohnehin schon tut. Dann hier noch einmal aufgewischt. Dürfte das gleich alles erledigt sein. Hier läuft es auch eher langsam, aber es läuft. Dann geben wir hier noch mal ein bisschen mehr Priorität drauf. So. Fertig. Hier dürfen wir das Rohöl aufwischen, damit das hier auch noch mal wieder ein bisschen in Schwung kommt.
Dude, mit dem Wasser könnten wir dann natürlich hier auch das Erdölvorkommen anknabbern. Wir müssen hier sowieso noch mal so ein bisschen wieder umdenken gerade. Der Zugang hierher kann besser von dieser Seite dann erfolgen. Das heißt, wir machen es hier einfach mal dicht. Ja. Ein Kohlegenerator packen wir irgendwo hier unten mit hin. Da hat sich gerade jemand selber eine Falle gebaut hier. Aber sich auch gleich wieder selbst befreit. Mensch. Chaos kommt so nicht weg. Ist hier kein... Okay, dann machen wir das Ganze aus Magmatit. Warum baute? Achso, aber das Chaos darf wahrscheinlich nicht bauen. So, was ich eigentlich gerade machen wollte, war hier eine intelligente Batterie dazu bauen, dort anschließen und dann gleichzeitig auch noch eine zweite. Und die kommt dann da oben ran. Da fehlt nur noch der letzte Rest da oben, dann kann er nämlich losgehen. Dann brauchen wir natürlich auch Transformatoren. Lassen wir es erstmal fertig bauen. Obwohl, ne, das eine fertig bauen, ohne dann das andere zu haben, ist ja auch nur überschaubar sinnvoll. Sprich, wir müssten hier über das Starkstromkabel hinweggehen, hier nochmal und daran. So und so.
fällt mir gerade noch mal wieder was auf. So kriegen wir nämlich ein Problem, das Wasser würde auch in diese Richtung ablaufen. Deshalb machen wir das nochmal so. Der Kohlegenerator soll erst zum Schluss dazu kommen. Und die Erdgasgeneratoren ruhig früher. So, hier ist im Grunde alles startklar. Einzige, was noch fehlt, ist eine Batterie für diesen Stromkreis. Automatisierungskabel mit ran, perfekt. Genauso soll es dann laufen. Und dann kommt jetzt hier hoffentlich. Achso, über 1000 Gramm. Und dann heißt es jetzt ja eigentlich, diesen Bereich hier möglichst noch vergrößern. Was haut der denn so raus? 307 Gramm. Oh, das ist lang. Weil die Pumpe dagegen ankommen würde, das abzupumpen. Weil die pumpt eben 500 Gramm pro Sekunde ab. Wenn der 307,8 Gramm erzeugt, dann funktioniert das schon. Ich muss nur entsprechend viel Speicherplatz zur Verfügung stellen, wo wir das Erdgas loswerden. So, schon geht's los. Traumhaft. Klimageräte. Müssen wir dann jetzt eigentlich ein bisschen tiefer wieder aufbauen. Ja, müssten wir. Aber erstmal graben wir hier ein bisschen. Warum wird denn der jetzt getuned? Das ist ja. Der kann jetzt auf jeden Fall weg. Die hier können weg. Aber keine Sorge, ich werde da aus den Woodburnern hier auch nochmal ein Backup bauen, das wir dann eben nutzen könnten. Verstehe ich gerade nicht. Das ganze Wasser jetzt her. Hat es hiermit zu tun, dass hier ein bisschen sauberes Wasser steht?
kann ich mir eigentlich nicht erklären. Wo kommt denn das saubere Wasser immer wieder her? Wenn ich mir so einmal komplett aufgewischt haben und dann... Weil hier überall sauberer ist. Achso, das Licht. Ah. Auf diesem Film von dem verschmutzten Wasser liegt das saubere Wasser. Kilogramm Plastik, na, es wird ja so langsam. Oh, da sind jetzt zwei auf Kriegsfuß. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich Idiot. Zerlegen wir die mal eben. Weil die überhitzen jetzt natürlich. Und die können wir dann hier neu bauen. Damit sie in dem verschmutzten Wasser hier immer drin stehen. Hm. Besser mit einem Feld Abstand, ne? Da rein, dann gehen wir hier raus, da wieder rein und hier dorthin. Bullshit, was ich hier gemacht habe, aber naja. Langsam entspannt sich die CO2-Lage hier doch recht deutlich. Dass ich diesen hier auch schon wieder hochstellen würde. Das spart dann auch noch ein bisschen Strom und das Gas kann hier besser nachsacken. Pinscher Pfeffersamen.
Dann könnten wir auch irgendwann mal das hier in Betrieb nehmen. Oh je, wie lange schieben wir das schon vor uns her? Geht's hier wieder weiter. Okay, dann bauen wir hier jetzt. Mal schauen, der reicht bis da und der reicht auch bis da. Dann würde ich sagen, wir bauen dort oben einen Endpunkt. Und kommen wir vielleicht sogar da oben auch ran. Das müssen wir mal ausprobieren. Dann können wir nämlich darüber auch noch einen machen. Perfekt. Dann machen wir das so. Ich glaube, wir halten es für den Moment mal ganz simpel. Da brauchen wir nämlich nicht immer hier unten rumrennen und hier liegt quasi so mehr oder weniger alles rum. Ja, lassen wir das eben fertig bauen und dann wir die Sachen rein. So, wir haben ein Kolonie-Achievement verdient. Was ist es denn? Final Tune Machine. Achso, okay. 100 Stromgeneratoren tunen. Ja, da waren wir da auf jeden Fall schon mal effektiv. Oh, wie wir sehen, sehen wir hier nur noch 2 Pips. Das ist schlecht. Und bedeutet natürlich, dass die wohl doch nicht so gut hier überleben können. Oder lag es einfach daran, dass der Raum zu klein war? Gehen wir das Risiko mal lieber nicht ein und lassen die hier wieder raus. Ich will ja nicht alle verlieren. Die sind ja sehr nützlich und die möchte ich auch später nutzen. So, Nummer 1 kommt rein. Was? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Verbrauchbares Erz, genau. Ihr macht ja auch definitiv ein automatischer Räumer Sinn, weil hier liegt ja ganz viel rum. Und dort kommt rein. Gold, so.
ist der Stromkreis dann auch. Puh. Das sind viele Maschinen, die immer laufen. So, bei dem muss ich manuelle Bedienung zulassen, weil ich nicht weiß, ob hier Salt rumliegt. Ja, wir könnten jetzt hier auch das Eisenerz abtransportieren lassen, aber eigentlich Quatsch. So, verschmutztes Wasser könnten wir hierher bekommen für unsere Pinscher-Pfeffernüsse. Eine andere Quelle sehe ich gerade noch nicht. Aber was für, oh, der ganze Sauerstoff hier ist fast weg. Boah, oder er ist hochgestiegen. Arbeiten die Luftreiniger vielleicht weniger effektiv, wenn hier Wasser steht? Könnte ich mir vorstellen. Allerdings ist doch das, was hier jetzt an CO2 kommt, aus den Erdgasgeneratoren, fast nichts. Ja, ein paar Lampen, schöne Ziegel, Plastikleiter. Das sieht so aus, als ob das funktioniert. Die versorgen jetzt ein Träumchen. Dann werden wir hier mal tätig. So, bauen wir hier auch isolierte Ziegel. Dann kann die Leiter weg, dafür kommt ein Acker dazu. Müsste der hier auch noch weg. So, und dann unten im Grunde eine Pumpe, das können wir auch alles lassen. Ja,
reicht ja so schon vollkommen aus. Dann hier noch eine Automatisierung mit einem Hydrosensor mit ranpacken. So. Dann brauchen wir hier einen zweiten Stromkreis. Wie viel Strom sitzt hier drauf? 620 und hier 480. Das können wir alles zusammen auf einen legen. Brauchen dafür einen weiteren Transformator und eine Batterie. Das legen wir dann in die Kolonie. Warum arbeitet denn hier nur einer vom... Achso, ja. Ich mache immer die gleichen Fehler wieder. Und zwar hängt das zusammen mit der Abgasleitung, die nämlich nicht durch den einen durchgehen darf. Sprich, die bauen wir hier so. Und dann muss das so gleich da noch wieder rein. So. Und dann laufen jetzt gleich auch beide. Also sobald wir wieder Strom brauchen. Ja, jetzt sieht man es, jetzt laufen beide, weil das Erdgas, weil das CO2 jetzt vernünftig ablaufen kann. So, Leiterkabel. Legen wir hier runter, dort ran, das sind wahrscheinlich hier oben wieder unsere Kampfkrabben. Die nerven mich echt. Da muss ich mir nochmal was für einfallen lassen. Sonnenwind. Lass dich doch mal in aller Ruhe gesund fliegen. Ist zumindest mal bis hierhin der Stromkreis fertig. Das heißt, die Batterie kann weg. Und der Woodburner kann ebenfalls weg.
dieser Teil der Stromleitung kann weg, der kann weg. Der kann weg. Ah, hier fehlt noch ein. Ein kurzer Abschnitt. War ich doch wieder zu voreilig. So, ja. Ach so, und da fehlen die auch noch jeweils. Woran? Ach so, ja, ne, das war wieder sehr schlau von mir. Das hat natürlich jetzt auch hier einen Rückstau zur Folge. Ich hoffe, das wird fertig, bevor wir hier das CO2 nicht mehr loswerden. Ja, es sammelt sich. Aber so ein bisschen Platz zum Sammeln haben wir ja noch. Und wir stehen hier, glaube ich, in den letzten Zügen, wenn ich das richtig sehe. So, und jetzt. Genau, jetzt geht's wieder. Gut, das war die eine Richtung. Jetzt müssen wir natürlich auch noch in die andere. Das mal direkt so. Ja, es ist erst Nacht. Okay, dann geht's am nächsten Tag weiter. Habe ich gedacht, ich bin mal eben besonders schlau und ersetze das nicht, damit das wieder auf Priorität 5 zurückfällt. Aber das wäre wohl doch die bessere Entscheidung gewesen. Kann man natürlich auch, wo wir Erdgas hier haben, die neue Kochstelle zusätzlich bauen. Das müssten wir gleich auch mal angehen. Was haben wir denn hier alles Wichtiges dran? Den Lamp. Oh, das ist ja auch alles nicht so wirklich wichtig. Dass das permanent mit Strom läuft. Dass ich mir das nicht angewöhnen kann, ne? Das ärgert mich so, wenn ich die Prioritäten umstelle, dass ich hier einfach nur das Bauen ändere. Das. So, und der Rest hier jetzt können wir so machen. So. Dann kann der hier weg. Und die Batterie kann auch weg. Gut, hier haben wir alles soweit. Müssen wir da noch was draus?
aufräumen. Ne, müssen wir nicht. Das heißt, wir können jetzt das freigraben. Ich habe bald keine Geduld mehr mit den Viechern hier, muss ich mal wirklich sagen. Ich glaube, dass dieser hier einer unserer Störenfriede ist. Vier Kilogramm pro Sekunde. Aktiv soll der sein bei über 50 Kilogramm. So. Den können wir untersuchen lassen. Restlichen Leitungen werden gebaut. Wir schauen nochmal schnell in den Drucker. Schnappen uns drei. Ich nehme lieber das Goldamalgam. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben Metall. Hatchlinge. Könnten wir Eisenerz zum Beispiel geben, dass wir ja in Unmengen hier produzieren. Das könnten wir sogar automatisch rüber schaffen. Ja, das scheint wirklich nicht aktiv zu sein. Das steht auch dabei, inaktiv, ne? Ja. Krillo, Krillo, Krillo. Oh, wir sind hier so weit. Mensch. Oh, nee, ne? Nee, ne? Hier war nicht wirklich Bleichstein dabei. Alles für die Katz. Wenn das nicht so traurig wäre. Könnte ich da glatt drüber lachen. Na gut, wie dem auch sei. Das hier muss alles raus. Ihr glaubt nicht, wie sehr mich das gerade ärgert. Naja, gut, wie dem auch sei. Lässt sich jetzt eh nicht mehr ändern. Wir können hier einen kurzen Moment bauen und planen. Was wir hier brauchen, ist einen Auslauf fürs Wasser, was wir hier ebenfalls reinpacken könnten. Wenn wir Stahl hätten, haben wir nicht. Warum haben wir eigentlich immer noch keinen Stahl? Vermutlich, weil ich hier immer noch Eisenerz umwandeln lasse und das einzige Rohöl, was wir hatten, habe ich dafür verwendet. Gut, dann habe ich schon Inhalte fürs nächste Video. Wir brauchen mehr Rotöl. Rotöl, genau. Mehr Rohöl. Mein Gott. Also auf jeden Fall die Dampfturbine werden wir dann auch aus Stahl bauen. Die kommt hierher.
Bauen wir hier dann noch ein Beamer-Gerät rein? Ne, machen wir nicht. Ne. Also einen Wasserkühler, das wäre die Option. Ach, ich habe das auf Priorität 8 aufräumen lassen, ne? Ja, ist egal, jetzt sind sie eh dabei. Was brauchen wir hier denn noch? Jetzt müssen wir scharf überlegen. Müssen wir hier eine Steuerung haben, um die Dampftemperatur zu regeln? Also wir brauchen auf jeden Fall an dieser Stelle hier einen Thermosensor für das Rohöl, um die Tür hier zu öffnen. So, dann brauchen wir... Ah, wir haben dafür keinen Speicherplatz. Bringen die das denn überhaupt alles hin? Ach hier. Ja klar. Samen. Ich wüsste so jetzt aus dem Kopf gerade nicht, was wir da noch dazu bauen müssten an Sensoren. Wenn euch was einfällt, dürft ihr mir das gerne noch in die Kommentare schreiben. Ansonsten sind wir auch für heute wieder durch. Video ist wieder ein bisschen länger. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das Riesenproblem. Was allerdings ein Problem ist, ist die Gesundheit von Hyrakeks. 63, hui. Ja, ansonsten kriegen wir es alles so langsam in den Griff. Geht diesmal alles ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern deutlich langsamer. Aber, naja, es wird schon. Okay, also dann, ja, ich freue mich wieder, wenn ihr morgen einschaltet. Macht's gut, bis bald, euer Krillo.